So, da bin ich wieder mit Metro Last Light und wir suchen diese Sicherung für diese geheime Tür oder nee, diese Stahltür, dass sie aufgeht. Und der Pavel bewacht sie und ich muss ganz alleine diesen dunklen Schacht hier rein. Wo diese Ratten, Skorpionen, Spinnen, Wichser sind. Ihr verdammten Wichser! Ja, toll. Eigentlich will ich ja gar nicht hier langlaufen. Igitt. Wie war denn das Dings holen? Ah, so. So, ist er beinahe... Ja, da kommt ein ganz großes Vieh raus. Komm, komm, du Mistwichsvieh. Komm. Ja, genau so. Du dreckiges, kleines Ding. Hey! Von wo? Hallo, Licht? Bin doch nicht blöd. Mist, ich hab Licht an. Nein. Licht interessiert uns ja nicht. Oh, bescheuert. Oh, bin ich hier richtig? So, hier auftanken. Aber erstmal die Tür auf immer. Oh, müsste eigentlich jetzt alles funktionieren. Marvel! Ah, das war genial! Oh. Gut überlegt! Bereit? Gut! Erster! Erster? Oh, so viel Muni habe ich auch gar nicht mehr. Oh, Scheiß hier. Mir verfluchte Wichs. Oh, Ladesequenz. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Der letzte sein. Kumpel, wir sind da. Kumpel? Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung. Okay. Da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Cool. Und glaub mir, hier draußen sollten wir besser nicht im... Neuer Eintrag. Hoppla, wir haben Glück, Artyomich. Hier scheint jemand zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß nicht. Und wo es Ranger gibt? Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle... Ich bin doch schon dabei, Pavel. Hey, Freund, ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreunen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Du hast schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Artyom, vergiss nicht, wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Ich habe davon gehört, dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Oha! Das Eis taut hier oben. Das ist fast wie Frühling. Ah, Artyomitsch, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Warte. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am Flügel runtergehen. Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell aufgezogen. Oha, geh wieder. Oh, wo ist das, Pavel? Meine Güte. Es regnet. Regen. Regen. Ach, schon, wann hast du das letzte Mal Regen gesehen? Ne? Scheiße.
vor dem Krieg. Oh mein Gott! Durch meine Handschuhe brennt. Oh, Pavel, immer vorwärts. Der verfluchte Regen. Oh, ja, ja. Was ist denn das hier? Alles klar, ich guck. Ah. Oh! Drecksdinger! Ach, die Maske hätte man auch nehmen können, aber ich hab eine. Wo ist es hier passiert? Ah, ein Filter. Sieh mal in den Wartungsraum. Ja, ich geh mal. Warte. Pavel, ich guck rein. Nur Leichen hier, Pavel! Nix hier! Nee, hab ich besser. Alles meins. Nix drinne, Pavel. Nee. Oh, Pavel, weiter geht's! Irgendwas Gutes dabei, mein Freund! Nix hier! Artyom, stopp! Runter! Sofort! Telepathen! Meine Güte! Ein riesiges Rudel! Der Sturm treibt sie wohl an! Wow! Ruhig bleiben, Artyomich! Wenn die uns sehen, werden wir in Stücke gerissen! Das riecht nach Ärger! Scheiße, das war knapp. Erfolg freigeschaltet. Maus? Nicht doch mehr diesen Tricks. Maus. Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Schnell! Maus, ich habe Geschichte in diesem Ort. Hier passiert seltsame Scheiße. Seltsame Scheiße. Verfluchte, verfickte Scheiße. Klemmt? Ach, verdammt. Ach, verdammt, er robbt die Tür auf. Oh, Pavel, ab rein da! Nun los! Sieh mal, Artyom, verliere hier Verstand, ja? Was ist denn das? Okay, ich sehe tote Menschen! Ein Rätsel hat mir gesagt, dass dies ein Flug von meiner Familie, die aus dem Urlaub kamen, weißt du? Weißt du, Artyom, ich war nie am Meer oder in einem Flugzeug, ja? Ja, hat nicht sein sollen. Filter wechseln? Wo war das? Ich fühle mich. Ich weiß nicht. Ich, so. Ich fühle mich. Genau so. Komisch. Kumpel, siehst du auch diese Scheiße? Ja. Ob ich auf Ecstasy bin oder irgend so. Tjom, was ist das? Ich sehe tote Menschen. Meine Güte, sieh nur, die leben. Hä? Wer? Aber das ist doch ein Skelett, Pavel. Pavel, hast du einen Knall? Mr. Pavel Knallmann. Hä? Ah, neuer Eintrag. So, wo sind wir denn jetzt hier gleich? Ah, das ist doch das Cockpit. Oh mein Gott. Was ist passiert? Scheiße. Wir verlieren Schub. Die Motoren sind da. Starte die Motoren neu. Zieh hoch, Mann. Scheiße, der Tau ist weg. Tonja, wir gehen runter. Dip. Oh! Sonnenaufgang? Oder Untergang? Nein, ein atomarer Angriff.
Pavel, Alter, was machst du da? Setz dich auf! Atmen! Kaum möglich! Rauch! Was machst du, Pavel? Mich zu ersticken? Artyom! Ach, Mist! Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre ich vermutlich erstickt. Wie die anderen hier. Halt auf mir! Oh, neue Maske. Cool. Aktion! Nach rechts! Ich glaube, der Eingang befindet sich hier. Jo, warte, Pavel! Oh mein Gott, Gargoyles! Mit einer Dämonen! Mach ihn kalt! Mach ihn kalt! Mach ihn kalt, du bist ja... Verfluchter Wichsvieh! Lass mich los, du Homo! Hau dir in die Fresse, Mann! Verdammte Dämonen! Mann, du schuldest mir was! Ich schulde dir was? Alles klar! Schnell, wir sind fast da! Gewitter ist immer noch hier! Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da! Was ist das? Weg, Mann! Ich hasse diese Viecher. Sollen es sein, Ratten? Geil! Und es bleibt stehen. Metro kann also stehen bleiben. Und somit mache ich diesen Part Schluss und versuche beim nächsten Part hier weiter zu machen. Okay, Leute, haut rein. Ciao.